Jeder Mensch braucht irgendwann jemanden, bei dem er sein Herz ausschütten kann. Doch was, wenn man einsam ist oder seine Probleme mit Familie und Freunden nicht besprechen kann? Dafür gibt es in Deutschland seit 60 Jahren die Telefonseelsorge. In Zwickau hat seit wenigen Wochen Horst Kleismann-Tatis die Leitung des ökumenischen Beratungsangebotes übernommen. Von seinem beruflichen Hintergrund her bringt er alles mit, was man im seelsorgerischen Bereich braucht. Ich war vorher 23 Jahre in der Gemeindearbeit tätig, als Pastor im Sächsischen Gemeinschaftsverband und habe dort also Verschiedenes gemacht. Gemeindearbeit, auch Gemeindeberatung und Beratung von Ehepaaren, Coaching. Mit dieser beruflichen Erfahrung war er für die Diakonie als Träger der Telefonseelsorge der richtige Mann auf diesem Posten. Es gibt natürlich sehr viele Berührungspunkte mit Seelsorge. Seelsorge ist ja eine Grundaufgabe auch in der christlichen Gemeinde. Und die Beratungstätigkeit, die habe ich später mal begonnen, weil ich einfach besser gewappnet sein wollte für die speziellen Herausforderungen, die also auch in Familien dann auch auftreten. Als Seelsorger bekommt man die privatesten Probleme und Sorgen der Menschen zu hören. Einer der obersten Grundsätze für die Mitarbeiter am Telefon ist Verschwiegenheit über die Beratung. Auch Horst Kleismann-Tatis hat in seinem Leben als Seelsorger schon viel Leid, Not und Elend erlebt. Es geht im Grunde genommen um alles, was das Leben so bietet. Ein großes Problem gerade hier bei der Telefonseelsorge, bei den Anrufen, ist Einsamkeit von alleinlebenden Menschen. Es gibt Menschen, die anrufen, weil sie körperliche oder seelische Belastungen verspüren. Es sind sehr viele Beziehungsfragen, die eine Rolle spielen, zerbrochene Beziehungen oder Beziehungen, die irgendwo beschädigt sind, zu Verwandten, zu Freunden, zu Kindern oder Eltern oder wo einfach Menschen auch nicht mehr da sind, mit denen man vorneweg Kontakt hatte, wo man also auch Beziehungen gepflegt hat und einen Ansprechpartner und ein Ohr hatte. Ein weiterer Grundsatz der Telefonseelsorge ist die ständige Erreichbarkeit. Niemand, der Hilfe sucht, soll allein gelassen werden. Selbst dann, wenn in der Zwickauer Außenstelle gerade kein Berater im Dienst ist, keiner wird abgewiesen. Natürlich nicht. Die Anrufer, die jetzt anrufen, die werden weitergeleitet an die beiden Seelsorgestellen, mit denen wir zusammenarbeiten. Hier in Südwestsachsen, das ist einmal in Chemnitz und im Vogtland. Und ab nächste Woche haben wir dann also hier wieder 24-Stunden-Dienst, dann kommen auch hier wieder die Anrufe an. Und es ist also so, dass alle Anrufe, die in Sachsen getätigt werden, dann auch irgendwo in Sachsen weitervermittelt werden an eine Stelle der Telefonseelsorge in Sachsen. Eine bedenkliche Sache sind Anrufer, die überhaupt keine Hilfe benötigen. Die Telefonseelsorge hat eine sehr ernste Aufgabe. Das scheinen manche Leute nicht zu bedenken. Es gibt natürlich Anrufer, die das Angebot der Telefonseelsorge missbrauchen. Es ist natürlich in erster Linie als ein auch Krisentelefon rund um die Uhr erreichbar, wie wenige Hilfsangebote zu verstehen. Daneben gibt es natürlich auch immer Leute, die sich einfach mal einen Scherz machen wollen und irgendeine Geschichte erzählen, die man schon beim Hören als wenig glaubhaft empfindet oder wo man merkt, das sind Kinder am anderen Ende und das sind noch, sage ich mal so, nicht so die kritischen Dinge, aber damit werden natürlich auch die Ressourcen der Telefonseelsorge anders genutzt, als es gedacht ist. Es gibt natürlich eben auch Anrufer, die ganz andere Anliegen vorbringen, die nicht zu unserem Auftrag gehören, also wo es zum Teil um sexuelle Belästigung oder um Kontaktversuche oder Ähnliches geht. Und um unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schützen, ist unsere Stelle anonym. Wie wichtig die Arbeit der Telefonseelsorge ist, man kann sogar sagen, wie lebenswichtig sie ist, erkennt man, wenn man in die Geschichte blickt. Ein Vorläufer war die ärztliche Lebensmüdenbetreuung. Und schon an dieser Bezeichnung erkennt man, dass es manchmal auch um Leben und Tod gehen kann. Das sollten Anrufer ohne ein echtes Beratungsinteresse dringend beachten.